Ja, guten Tag an alle Webinarteilnehmer. Wie immer am ersten Freitag des Monats wird vom Arbeitsministerium der USA der Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Dieser besteht aus Unternehmens- und Haushaltsumfrage. In dem heutigen Webinar Non-Farm Payrolls Live Trading wird Dirk Hilger unter Verwendung des Stereo Traders seine Handelsansätze zum aktuellen Marktgeschehen erläutern. Bevor wir jedoch starten, sei mir der Hinweis noch erlaubt zu den Risikohinweisen. Ja, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen. Und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung und die Meinung des Referenten muss natürlich nicht immer der von FX entsprechen. Dirk, du bist soweit am Start? Ich bin soweit am Start, ja. Gut, dann wünsche ich allen Teilnehmern viel Spaß und ich hoffe, es passiert heute einiges. Hoffentlich nur Gutes. So, dann gib mir mal den Bildschirm. Ja. Oh, ich habe mein Mikro verzettelt. Eine Sekunde. Das ist irgendwie gerade weggerutscht. Das Bildschirm ist gleich dabei. Hoffe ich. So, einmal neu anklemmen. Zumindest sollte man mich jetzt schon mal hören. Und dann schalte ich jetzt mal um auf den Bildschirm. Und dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass ich jetzt dann auch zu sehen bin. So, dann von meiner Seite natürlich auch hallo und herzlich willkommen hier heute live aus Kalifornien zu den NFPs, zu den USA, US, jetzt hätte ich mich fast verheddert, ich habe mich verheddert, US-Arbeitsmarktdaten zum Live-Trading. Hoffe ich doch zumindest. Also der Plan war ja halt so ein bisschen, ne, eigentlich wie jedes Mal, dass ich halt versuchen wollte, halt eine Position im Vorfeld zu eröffnen, die wir dann heute irgendwo mitbringen hier können in die NFPs. Das hat aber leider nicht so ganz funktioniert, weil der Markt so ein bisschen seitwärts unterwegs ist. Und deswegen könnte es dann natürlich sehr gut sein, vorausgesetzt, der Markt macht das, was ich denke, was er macht, dass wir hier auch noch eine Live-Position zustande kriegen. So, vielleicht mal eine kurze Frage in die Runde. So, A, wer ist wo und wie positioniert? Könnt ihr gerne mal was dazu sagen, dann versuche ich das auch mal aufzugreifen. Und wer natürlich, also ich lese hier gerade so ein bisschen mit, deswegen gucke ich hier mal auf die Seite, in den Bildschirm könnt ihr nicht sehen. Und was die nächste, flat, 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 ganz viele, Dow Short. Was auch mal ganz interessant wäre, weil es immer so ein bisschen hilft, mal anzusetzen, da wo ihr halt steht. Also deswegen wäre mal meine Frage auch noch, wer ist denn heute zum ersten Mal dabei? Ich weiß ja, dass hier immer ganz viele Stammteilnehmer dabei sind, was natürlich auch sehr schön ist. Und aber wer zum ersten Mal dabei ist, also hier wirklich kreuz und quer, Long und Short. Und ist natürlich schon interessant, aber ist auch nachvollziehbar. Und jetzt muss ich hier schon scrollen, ist ja richtig was los. So, ist aber nachvollziehbar, das Ganze, weil der Markt halt nun mal seitwärts tatsächlich ja halt auch ist. Also sogar im Weekly, das habe ich mir vorhin nochmal angeschaut, den Dow, das kann alles Mögliche werden, im Daily sowieso und alles andere, das werden wir halt jetzt wohl rausfinden, dann halt hier bei den NFPs. Was dann wohl jetzt draus wird. Also ich denke schon, dass wir heute ordentlich Bewegung hier kriegen werden. Würde ich schon mal tippen. Heute Morgen ist nämlich jetzt nicht allzu viel passiert. Und von daher kann es schon sein, dass da halt ein bisschen mehr dann heute auch passiert. Ein wichtiger Hinweis wäre noch, was wirklich wichtig ist, der Wolfgang hat es ja gerade auch schon erwähnt. Und zwar geht es halt einfach auch um das Thema Handelsempfehlung und Nachtraden. Ne? Also ich weiß, es sind ja bestimmt auch einige hier dabei, die in der Gruppe dabei sind, also in der StereoTrader Facebook-Gruppe. Und die werden ja auch mitbekommen haben, dass ich halt die letzten Wochen ziemlich aktiv war und diese Woche halt schon sehr, sehr weit vorne liege. Und es sind über 500 Punkte alleine diese Woche zusammengekommen, alles mit Trades, mit einem Stop von circa im Durchschnitt 20. Das heißt, wir reden hier über 25R. So, und das klingt zwar erstmal mal ganz schön und das klingt dann immer so, als würde ich immer richtig liegen. Das ist natürlich Quatsch. Und entscheidend ist halt natürlich dann einfach ganz klar an der Stelle, dass wenn man halt als Beispiel nachhandelt, ja, oder halt irgendwie gleiche Ideen halt verfolgt,
dass man dann halt das wirklich auch immer macht und konsequent macht. Ne? Das heißt, auch wenn zum Beispiel halt irgendwie 20 Mal das Ganze gut geht, heißt das halt eben nicht, dass es dann halt beim 25. Mal oder 21. Mal dann halt auch noch funktioniert. Ne? Das ist halt ganz wichtig. Deswegen, wenn man sowas macht, dann bitte immer oder generell, wenn man jemanden verfolgt mit Strategien, dann bitte immer das Ganze machen und nicht mal hier und mal da, weil dann hat man nämlich letzten Endes immer das Problem, dass man eben halt auch dem Zufall unterliegt und das kann natürlich dann auch mal ganz anders ausgehen. Deswegen, das ist nicht nur so ein allgemeiner Risikohinweis, weil ich mache ja meistens wirklich Live-Trades in diesen Webinaren und deswegen ist es natürlich halt auch schon berechtigt. Ne? In den meisten Webinaren von anderen Teilnehmern passiert es ja nicht unbedingt, außer es sind natürlich angekündigt als Live-Trading, weil ganz oft sind es ja nur theoretische und das ist ja hier nicht der Fall. Deswegen, das ist mir persönlich wirklich wichtig und damit da halt auch nichts kaputt gemacht wird. So, ich gehe jetzt mal rüber auf den Schirm. So, ihr habt es gerade gehört, bei mir jetzt geklingelt. Keine Ahnung, wer das wieder war. Es kann nur Werbung oder irgendwas gewesen sein. Und der muss jetzt natürlich vor der Tür stehen bleiben, ganz klar. So, ich bin jetzt hier erstmal in der Übersicht, die ihr morgens auch, achso, noch eine kleine Anekdote, Wolfgang, du wolltest die ja wissen. Ich habe heute war ich sehr früh an, ich war um 13:30 fertig, hier mit der ganzen Vorbereitung, gedacht, Mensch, das wird heute ja mal entspannt. Und ja, setze mich dann um 10 Minuten nach, wollte ich mich hier hinsetzen, so ganz gemütlich, noch was voreinstellen, das ich jetzt nicht mehr geschafft habe, weil stattdessen war ich dann so frei, und kipp mal mein Wasserglas hier komplett über meinen Tisch, über den Router, über die Tastatur. Und deswegen habe ich gerade schon gedacht, ach du Schande, das Live-Trading fällt wahrscheinlich gleich aus. Aber ich war schnell genug mit Trockenmachen. Von daher ist gerade noch mal gut gegangen. Das war die Geschichte, warum es dann heute wieder etwas hakelig gewesen ist. So, ich gehe mal ganz kurz zuerst auf den DAX, auch wenn jetzt der Dow jetzt hier gleich natürlich wahrscheinlich mehr das Rennen machen wird. Aber ich gehe mal auf den DAX und warum ich da halt auch verstehen kann, warum der eine sagt, ich bin long und der nächste sagt, ich bin short und was wir da halt haben. Also übrigens, diejenigen, die das Live-Chart-Add-on installiert haben, können das Bild sowieso sehen. Ich gebe das aber hier jetzt frei für alle, also mit oder ohne Lizenz, spielt dann keine Rolle. Und das heißt, das kann man dann auf jeden Fall sehen. So, ich habe aber hier auch noch was vorbereitet heute für die NFPs. Das gebe ich auch mal gerade frei. Das heißt, es gibt zwei Setups hier für den H1, also für den Stundenchart, die ich hier mal kurz zeige. Da wird man jetzt halt sehen, oh, der Hilger macht schräge Linien, was ist denn da los? Ja, ich habe ja früher sowas auch gemacht, ne? Und bei manchen Dingen, die sich dann halt eben visuell aufdrängen, finde ich, dann ist es halt auch legitim, da halt auch mal irgendwie mal zu gucken, was ist das denn? Das kommt mir doch bekannt vor. So, und was man halt hier gesehen hat, was sich hier so ein bisschen gebildet hat, aber jetzt gerade so ein bisschen kaputt geht, das ist hier eigentlich eine Flaggenbildung. So, das ist aber nicht alles. Entscheidend ist halt vielmehr hier der Kontext, wie das Ganze halt entsteht. Was wir halt sehen, ist halt hier im Stundenchart wohlgemerkt, der ist für mich am übersichtlichsten im Moment. Wir kommen da oben runter in einem ganz klaren Abwärtstrend. Ne, sieht man hier keine neuen Hochs, abfallende Tiefs und hier war dann halt so der letzte Bruch nach unten. So, was ist dann passiert? Dann sieht man, der Markt hat halt hier reagiert und ich muss mal gucken, ob mein Zeichentool schon aktiviert ist. Nicht, dass ich jetzt irgendwas anderes umschalte. Moment mal. Das müsste es sein, ja. So, das müsste, ich hoffe, das funktioniert jetzt und kommt jetzt nicht irgendein ganz falsches Bild. Nee, so geht. Also, ja, was man dann halt sieht, ist eben hier die Abwärtsbewegung. Und von dort aus ist hier dieses Hoch, dieses letzte korrektive Hoch im Abwärtstrend gebrochen worden. Das zweite auch noch mit. Das heißt, ist hier oben raufgegangen. Das heißt, wir haben hier eigentlich ganz klar einen Bruch von dem Abwärtstrend. So, das heißt aber jetzt nicht automatisch, dass es halt dann sofort long geht, aber das heißt, dass wir hier nach einer vernünftigen Korrektur von diesem Bruch von dem Abwärtstrend, den wir hier haben, durchaus long laufen könnten. So, und da war heute Morgen, beziehungsweise eigentlich die ganze Woche habe ich das schon gezeigt, hat man auch schön gesehen, ne, hier so ein Auf und Nieder, wo dann vielleicht der eine oder andere gesagt hat, boah, ist das ein Geeiere hier im Markt und das ist überhaupt nicht greifbar. Doch ist es, wenn man es mal nämlich so betrachtet, dass wir hier nun mal ja halt
einen gebrochenen Abwärtstrend haben und hier der Markt nicht so wirklich weiß, wie er weiter soll. So, und das heißt, wenn man das jetzt dann halt mal in Relation setzt, beziehungsweise halt dann auch mal kombiniert einfach mit der Tatsache, dass wir hier dann jetzt so eine Flagge eigentlich hatten, zumindest mal bis dahin, eigentlich ist es noch okay, das sieht schon noch so ein bisschen aus, sieht aus wie ein Abwärtstrend, ist aber keiner, weil wir halt eigentlich in dem gebrochenen Abwärtstrend drin sind. So, dann gibt es hier passenderweise halt die Zone hier unten in dem Bereich, die hatte ich schon eingezeichnet, das ist auch letzten Endes nichts anderes als die 61,8 Korrektur. Das war jetzt aber nicht der einzige Grund, sondern hier sieht man halt so ein kleines Gap. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und das war für mich dann halt so der plausibelste Anlaufpunkt, zumal der jetzt auch heute zeitlich da super mit reingespielt hat. So, aber wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Von daher denke ich mal hier noch eine Etage tiefer. Und das heißt, ich würde fast damit rechnen, dass wir bei den NFPs, die jetzt ja gleich kommen, irgendwie in 5 Minuten, dass wir nochmal einen Dip nach unten machen. Und dann wäre halt so das Wunschszenario, ne? Ob das dann wirklich so kommt oder nicht. Das Wunschszenario wäre dann halt wirklich, dass wir hier einmal runterdippen, das wäre dann halt auch über die 74er Korrektur und das wäre hier in die letzte Abwärtsbewegung halt rein. Ne? Das passt halt einfach zusammen. Also ich würde halt nie hingehen oder generell packe ich ja sehr, sehr selten überhaupt Fibos halt an. Nur wenn ich dann halt sehe, dass sich hier alles danach irgendwie gerade abspielt oder sich das zu halt zu erfüllen scheint. Und dann verwehre ich mich dann natürlich auch nicht dagegen und versuche das dann halt irgendwo ein bisschen in Relation zu setzen. Das heißt, alles hier ab 480 ist erlaubt, darf aber dann nicht wirklich hier unter die 426, also nicht zu tief in diesen Außenstab rein und schon gar nicht auf die 410, weil da würde ich befürchten, dass es dann nach unten eben auch knallen könnte. Ne? So, das heißt, da muss man aufpassen. Das heißt, wenn wir so eine Bewegung kriegen, die jetzt dann halt hier runtergeht und wir sehen hier im Minutenchart als Beispiel eine Stabilisierung, dann wäre ich da schon ein Freund davon, das hier in Long-Richtung zu versuchen, hier oben nochmal an die Range, Unterseite, die sich ja da oben gebildet hat, zurück hier auf die eigentliche Bruchkante und dann hoch. Das ist natürlich jetzt erstmal Wunschkonzert, das ist ganz klar, aber wäre jetzt halt nicht ganz unplausibel. Ne? So, und von daher kann ich halt total verstehen, wenn es der eine sagt, ich bin irgendwo, ich bin short, long. Ich meine, es passt halt beides. Wir sind hier kurzfristig erstmal immer noch short. So, wir sind aber auch in der Korrektur von dem Aufwärtstrend. Mit anderen Worten, wir sind nicht wirklich seitwärts. Vielleicht intraday ja, aber hier vom H1 mal auf jeden Fall nicht. Trotzdem darf man auch bei sowas nicht vergessen, es kann genauso brechen. Da muss man halt hier unten wirklich gucken, da wo es rot wird. Da ist halt dann auch irgendwo Reißleine dann halt auch angesagt. So, und ich würde jetzt halt versuchen, reaktiv zu handeln. Wobei man halt gucken muss, ob der DAX jetzt überhaupt so viel Bewegung halt machen wird. So, im Dow ist es ganz ähnlich. Wir haben aber nur noch 1 Minute. Von daher gehe ich jetzt erstmal rüber in den Handelschart und komme dann nachher auf den Dow nochmal zurück. Also der könnte aber generell nur ganz kurz auch einen Dip hier unten vertragen. Das heißt, wenn der nach unten rennt, würde ich den erstmal nicht long anpacken, sondern erst dann wirklich da unten in dem Bereich unter der 27.000 dann sogar da halt Ausschau nach halten. Aber ob das jetzt hier während den NFPs kommt, glaube ich so ein bisschen nicht. Aber wenn wir hochlaufen, würde ich versuchen, umgekehrt den da oben zu shorten. So, man sieht auch jetzt hier schon, ja, hier ist das Orderbuch. Ich bin ja halt generell vom Handel her, ich handle ja liebend gerne CFD, habe aber im Hintergrund den Future. Und das, was man hier sieht, die dünnen Striche, das ist das Orderbuch. Das ist jetzt der Spread, der natürlich extrem auseinandergeht, weil sich die Teilnehmer aus dem Markt rausziehen. So, dann gucken wir jetzt mal, was passiert. Wie gesagt, können wir schon vorstellen, dass es ein bisschen größer wird von der Bewegung her. Hätte jetzt sogar noch zur Legende gepasst, hier mit der 461 für den ersten Impuls. Aber die erste Minute muss man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt handeln. So, aber würde durchaus Sinn machen, wenn er komplett hier unten durchfällt. So, und da jetzt aber reinspringen, glaube ich, ist nicht wirklich eine gute Idee. Da würde ich eher dann halt mir einen Rücklauf abwarten. Also schöner wäre gewesen, halt ein weiterer Spike nach oben, also als Erstimpuls. Und da hätte man dann auch sofort dagegen halten können. Aber jetzt hier da mit reingrätschen, wird wahrscheinlich nicht so ohne weiteres funktionieren. Das sieht man ja auch. Das geht halt ziemlich rauf und runter.
Und das liegt einfach daran, weil das Buch halt so dünn ist, ne? So, das heißt, wenn da einer, wenn man da mal reinguckt, na, da ist ein Kontrakt, zwei, eins, ist halt nichts, ne? Das heißt, wenn da einer 10 Kontrakte irgendwie in den Markt schiebt und dann bewegt sich das Ding gleich ein paar Punkte nach oben. Und deswegen, das hat auch mit immer der Grund, warum es bei News gern mal ein bisschen rabiater zugeht. So, erste Minute. Ja, so ein bisschen, ne? Viel mehr als hin und her ist das jetzt erstmal noch nicht. So, wie gesagt, selbst wenn ich handle, bitte nicht nachmachen. Ich stelle mir hier mein Risiko mit einer Positionsgröße so ein, dass ich halt bei 100 Punkten, bei 50 Punkten etwa 1% Risiko halt habe. Also, aber trotzdem muss ich mir das jetzt halt auch angucken. Was treibt der Markt jetzt hier auch mal im Stundenchart? Also, wie gesagt, viel schöner wäre natürlich, wenn wir erstmal auf der Oberseite einen Fehlausbruch haben, dann runter ansetzen und dann halt nachher die Kasse das Ganze dann halt aufräumt und das dann halt vielleicht ein Bild draus wird. So, hier ist aber auch, da kann ich auch noch mal kurz zurückgehen. Ich gehe noch mal kurz hier rein. Gibt es hier das Live-Add-on auch mal frei für den DAO? Das heißt, dieses Bild hier solltet ihr dann entsprechend mit dem Add-on dann auch anzeigen können. Jetzt haben so ein paar geschrieben, irgendwie seit dem neuesten Update. Doch, das stand heute auch in meinem Blog drin. Den muss man aber dann halt auch lesen. Und da steht nämlich drin, dass das halt eigentlich behoben sein sollte. Seit gestern Abend. So, ne, was man halt hier jetzt auch sieht, ist, kann man ja mal irgendwie kurz dazu zeigen. Also wie gesagt, ich kann nicht garantieren, dass wir jetzt hier eine Position reinkriegen. Ich wäre schon ein Fan davon zu shorten, weil wir halt hier in einem, kann es mal zeigen, ganz klar in einem Außenstab halt hier noch unterwegs sind. Ne? Der hat jetzt natürlich die falsche Farbe. So, da hat er ein paar Mal versucht, oben rauszukommen. Und sowas lässt sich eigentlich gut handeln. Also bei dem Versuch, wenn es oben rausgeht, ist so direkt im ersten Anlauf, funktioniert sowieso so gut wie nie. Und dann kann man halt, wenn man da einen vernünftigen Punkt findet, auch immer relativ leicht dann auch dagegen halten. Das ist mit so einem Grund, der hier halt auch mit reinspielt. Auf der anderen Seite hängen wir genau hier in dieser Support- und Widerstandszone drin, die mittlerweile tatsächlich leider wirklich beides ist. Und rein nach Legende, also die ich ja in meinem Blog immer drin habe, wäre das sowieso halt hier, ne? Wir haben nochmal drunter geschlossen unter der 461, nachdem die so ein bisschen hier umzingelt worden ist. Das wäre dann halt eigentlich schon wieder Short. 531 hat gepasst, da haben wir drunter geschlossen, läuft dran. Geht dann entsprechend runter, um das nur mal ganz kurz zu thematisieren. So, das heißt, ne, hier sieht man Stundenkerze, schließt runter unter der 513 im Rücklauf, Short. Und da gibt es eine erste Fortsetzung, wobei natürlich hier die Zone ist jetzt nicht so sonderlich gemütlich. Und hier halt jetzt entsprechend unter der 461. Und allein deswegen auch sollte es runtergehen. Aber wie gesagt, den jetzt hier zu greifen, ist leider nicht so wirklich einfach, finde ich. Also zumindest nicht mit irgendwie überschaubarem Risiko. Und wenn wir Pech haben, dann ist das, was wir jetzt hier sehen, dieses bisschen auf und nieder, was jetzt gerade mal irgendwie 30 Punkten nach 5 Minuten überhaupt nur irgendwie beträgt von der gesamten Spanne zwischen Open und Close. Wenn wir Pech haben, dann kommt da halt nichts mehr. Ne? Das wäre natürlich ein bisschen traurig, kann aber sein, ne? Weil wir hängen halt hier einfach auch in so einer wirklich unschönen Zone drin. Und von daher will da irgendwie scheinbar auch keiner so richtig eine Entscheidung treffen. Man könnte jetzt hier auf die Fortsetzung bauen, ja, dass wir hier, ja, 0,1 ist natürlich Quatsch, ne? Das ist ein bisschen wenig. Da wollte ich eigentlich die 2,5 einstellen, aber okay. Also, das könnte man versuchen. Ja, jetzt hier auf die Fortsetzung zu bauen, nachdem die 5 Minuten halt durch sind. Aber genau genommen, ne, muss der Stop hier oben hin. Und weil es bringt halt nichts jetzt hier irgendwie im Minutenchart, dafür ist die Bewegung für meine Begriffe halt einfach zu klein. Was man halt hier sieht, ist am Point of Control, ist er halt gedreht, also dort, wo das meiste Volumen war. Das ist aber auch nicht weiter verwunderlich, ne, weil wenn das Volumen dünn ist bei den News,
wo soll er denn dann auch hin? Und da ist nämlich der POC, wenn er dann in der Nähe ist, ist dann halt entsprechend natürlich halt auch so die erste plausible Anlaufstelle. So, hier wäre es jetzt natürlich wichtig, dass wir jetzt halt ein bisschen Bums dann nach unten kriegen und dann halt einmal die Stundenkerze hier, wie wir sie auf der rechten Seite sehen, dass wir die jetzt einmal sauber umdrehen, was er aber grundsätzlich nie freiwillig macht. Deswegen ist auch hier jetzt ganz klar, so ein bisschen Reaktion haben, zumal auch jetzt einfach nur noch mal am POC. Ja, aber wie gesagt, wenn man das machen will, wenn man so eine Stundenkerze dann halt entsprechend auch nach unten mitdrehen will, dann muss man aber auch in der Stunde denken. Ne? Und das hier ist jetzt, wäre jetzt halt nur das Hoch von der aktuellen Stunde. Eigentlich müsste ich da noch eine Etage höher gehen. Und deswegen ist das nicht so, ohne hier einfach mal zu shorten. Ne? Ich meine, irgendwie 30 Punkte waren es jetzt oder 27, aber versuchen kann man das schon mal. Heißt aber halt hier halt auch ein Risiko von 66 Punkten, ne? Das, wie gesagt, ist bei mir rund 1%, sogar ein bisschen mehr. Das heißt, wenn der nicht aufgeht, macht gar nichts, ja, für mich, weil ich ja natürlich auch die Möglichkeit habe, dann nachher halt mir nochmal einen besseren Halt zu suchen, aber trotzdem halte ich es hier für gerechtfertigt. Und weil wir uns eben halt hier in so einer abwärtsgerichteten Bewegung halt befinden und ich halt auch finde, auch wenn ich vorhin das Ding mit der Flagge gezeigt habe, aber so für meine Begriffe fehlt da auf der Unterseite, fehlt einfach noch so ein bisschen was, damit die Geschichte entsprechend zünden kann. Vielleicht kann ich ja mal kurz hier nochmal zurückgehen auf den DAU hier in dem anderen Bild. So, da sieht man es halt auch nochmal ein bisschen deutlicher, so was da halt los ist. Also hier unten das Tief, ne? Weil wir hatten halt hier so einen Ausbruch, bauen da halt so einen lustigen Turm. So, aber ob das Tief hier reicht, weiß ich nicht. Also ich finde den DAU da auch ein bisschen schwerer zu greifen als den DAX aktuell, ehrlich gesagt, weil man weiß halt nicht so ganz, was das hier werden soll. Und aber generell wollte es da halt oben natürlich halt auch nicht weiter. Und wir sind nun mal halt einfach hier intraday zumindest mal halt leicht abwärts gerichtet. Also zumindest mal seit irgendwie 9 Uhr heute Morgen. Und es wäre schon plausibel, wenn dieser Bereich hier unten, also unter der 27.000, wenn wir den halt einmal irgendwie kurz antesten würden. So, aber dass wir das jetzt hier werden, den NFPs schaffen, beziehungsweise jetzt hier in dieser halben Stunde, nachdem die Daten jetzt rausgekommen sind, das halte ich für mehr als unwahrscheinlich. Ne? Man sieht ja, es passiert ja einfach nahezu nichts. Ne? Und von daher, das wäre halt eher so eine Sache halt, die dann im Kassamarkt sich dann halt nachher, also wenn die Kasse aufmacht um 15:30 Uhr, das wäre dann eher so eine Nummer, sodass wir hier einmal halt diese Tiefs an der Stelle, dass wir die einmal gebrochen kriegen, ja, und dann halt hier unten mal aufsetzen, weil das war ja halt der letzte Widerstandsbereich, wo ja dann auch der Ausbruch drüber erfolgt ist, und das wäre halt auch von meinem Ansatz. Deswegen habe ich auch vorhin gefragt, wer ist zum ersten Mal dabei. Deswegen habe ich bis jetzt noch nicht so viel ausgeholt. Ne, weil das ist eigentlich nur einer tatsächlich, der jetzt hier gerade geschrieben hat, dass er zum ersten Mal dabei ist. Beziehungsweise halt sich den Handelsansatz zum ersten Mal anguckt. Also generell ist der Ansatz immer der, ich versuche immer die Punkte auszuloten, wo die Interessen aufeinandertreffen. So, hier unten, und das heißt, das einfache Prinzip, Support wird Widerstand, Widerstand wird Support. Woher kommt das? Ganz einfach daher, dass nämlich halt in so einem Bereich, ja, wo halt ein paar Händler halt hier runter wollten, ja, die mussten halt hier auflösen, ihre Positionen. So, und die haben natürlich ein Interesse daran, irgendwo den Average halt wieder zu sehen. Und das heißt, die werden dann halt auch entsprechend ihre Position so stellen, natürlich dann auf höhere Ebene und dann halt hier unten, wo sie halt den Verlust dann letzten Endes realisiert haben, dann wieder auflösen. Das ist so ein bisschen eine Vermutung, ganz klar. Das ist keine Wissenschaft. Aber nichtsdestotrotz, genau das, was ich halt als Basis einfach für meine ganzen Trades und auch für meine ganzen Betrachtungen für den Markt, die ja nicht so oft so falsch sind, halt zugrunde lege und fahre damit halt sehr gut, weil es halt auch eigentlich relativ einfach ist. Und das heißt jetzt nicht, dass der unbedingt jetzt ab hier dahin kommen muss. Das heißt aber, wenn er dahin kommt,
Und dann kann man darauf wetten, dass hier unten, dass das nicht einfach durchgeht, einfach in einem Strich nach unten und der Markt da einfach wegkippt. Hier wird da halt Alarm sein. Das heißt, da wird Volumen in den Markt kommen. Das ist eigentlich fast so sicher wie das Amen in der Kirche. Außer es kommt jetzt irgendwie so eine ganz böse Geschichte, wo irgendwie alle panikartig verkaufen. Aber selbst dann würden hier unten halt noch ein paar Algos zuschlagen und es würden nicht einfach so durchfallen, sondern das würde dann halt schon ordentlich rauf runtergehen, bevor hier unten irgendwas bricht. Und das kann man natürlich handeln. Das heißt, da kann man sich dann halt auch dagegen stellen mit einer recht großen Wahrscheinlichkeit, dass man da halt auch ein paar Punkte rausschneidet. Ich meine, schön ist immer, das versuchen ja halt die Swing Trader irgendwie halt so eine ganze Bewegung halt mitzukriegen. Am besten noch im Trend und nicht nur im Bewegungshandel. Das ist natürlich nett, aber die Frage ist dann halt auch immer, wie oft muss man da ansetzen, beziehungsweise wie groß muss der Stop sein, damit man sowas hinkriegt. Und ich bin halt eher ein Freund davon zu sagen, okay, ich nehme ja kurze, plausible, aber dafür halt sichere, in Anführungszeichen, Bewegungen halt mit. Und dann muss ich halt auch nicht irgendwie tagelang oder stundenlang darauf warten, bis so eine Position dann halt mal aufgeht. Ja, den Trump lasse ich in meiner Überlegung aus. Ich habe es mitbekommen, ne? Das ist immer so ein bisschen, also das glaube ich nicht, dass sowas reicht halt hier. Kam ja vorhin irgendwie halt raus, so Trump irgendwie Corona positiv getestet, aber was heißt das schon, ne? Und man gibt ja einige zigtausende Millionen, die darauf positiv getestet wurden. Das war ja dann halt auch nichts. Deswegen würde es jetzt irgendwie heißen, so, ja, keine Ahnung, Intensivbehandlung. Das wäre nochmal ein bisschen was anderes, ne, weil der Trump ja nun mal halt ja auch der Präsident gewesen ist, der den Markt nach oben befördert hat, wie kein anderer vor ihm. Und dass das natürlich dann tendenziell erstmal dann halt nach unten reagieren sollte, weil man dann so ein bisschen Angst vor dem Nachfolgerersatz oder was auch immer dann halt hat, das ist schon nachvollziehbar. Ne? So, aber mit Logik ist es ja halt auch immer so, aufpassen. Ne? Das reicht dann in der Regel erstmal dafür, für einen Impuls, ja, also würde jetzt so eine Nachricht kommen, so Trump intensiv, dann wird es hier einmal runterklatschen. So, und da würde ein anderer aber sagen, oh schön, ist ja wieder günstig, da kann ich hier wieder besser einsteigen, der Trump, der wird schon wieder gesund. So, und dann knallt das Ding wieder nach oben. Und dann fragen sich nachher wieder alle, ja, wie kann das denn sein? Ich dachte, die Nachricht ist so schlecht. Ne, deswegen muss man da immer bisschen mit Vorsicht rangehen. So, was macht denn mein Trade hier? Da nochmal reingucken, also liegt ein paar Euro vorne, beziehungsweise ein paar Punkte jetzt erstmal. Und ich kann immer hier auf Punkte auch umschalten. So, 38 Punkte vorne liegt das Ding. Das klingt jetzt natürlich erstmal gut, ne? Aber darf man halt auch jetzt auch nicht überbewerten. 38 Punkte ist zwar nett, aber bei einem Risiko von 66 ist das nicht mal ein Return von 1, ne? So, und jetzt geht es halt darum zu sehen, ob wir hier unten jetzt rauskommen aus dem Bereich, ob wir die Tiefs hier abschießen. Ja, ich gebe das hier ist auch freigegeben. Das heißt, im Minutenchart solltet ihr jetzt dann auch diese Linie sehen. Die muss man natürlich jetzt im Auge behalten, ganz klar. Und vor allen Dingen, wenn es da halt reagiert, beziehungsweise wenn wir jetzt hier noch ein neues Tief machen und uns die Geschichte da unten angucken, dann muss es da halt auch wirklich durch. Und wenn da halt nicht irgendwie relativ zügig dann was passiert, dann muss man die Position hier auch oben absichern, weil da halt nochmal über die Hochs drüber, das bringt dann halt irgendwie auch wenig. Ne? Das ist halt klar. Also eigentlich sollte man die jetzt sogar schon irgendwie sichern. Und weil das kann jetzt hier unten natürlich auch schnell gehen. Und aber rein vom Trend her ist halt auch so, wir haben hier kein, kann ich auch mal kurz einzeichnen, ne? Wir haben hier kein neues Hoch, also den einen Punkt hier, den vergessen wir mal. An der Stelle. Wir haben ja keine neuen Hochs. So, und das heißt, das könnte dann entsprechend halt bedeuten, also ich bin jetzt hier im Minutenchart, könnte einfach bedeuten, ne, wir kommen ja auch hier runter, Doppeltop quasi, dass wir jetzt hier eine Fortsetzung kriegen, da unten in dem Bereich. Und wenn es jetzt da durchgehen sollte, durch die 27376, wird man hier unten aufpassen müssen, bei dem Tief, da haben wir nämlich ein Cluster. Da haben wir nämlich ein kleines Cluster im Minutenchart, wo wir dann wahrscheinlich eine Gegenreaktion kriegen werden. Zumal sich das, wie ich schon hier auf der linken Seite irgendwie erahne, auch deckt hier mit so ein paar weiteren Tiefs. Das ist so ein bisschen diffus hier.
zu erkennen. Aber das heißt, wenn wir hier durchgehen, nächste Anlaufstelle hier unten, aber plausibel oder normal wäre dann halt eher eine Bewegung halt so, jetzt mal angenommen, ja, ich hoffe, das macht er jetzt, dass wir jetzt da halt durchschlittern, dann wäre halt so eine Geschichte halt eigentlich ganz normal, ne, dass wir da halt direkt dann auch nochmal hinlaufen und dann erst nochmal gucken, was da unten halt los ist. Ne, weil die letzten Supports werden natürlich gerne angelaufen. Das ist ja halt, das ist ja im Minutenchart nichts anderes als jetzt im Daily oder im Stundenchart halt auch. Ne? Also dieses Support wird Widerstand, Widerstand wird Support. Also hier sehen wir auch direkt ein bisschen Reaktion. Und das heißt, wenn wir halt hier unten in so ein Cluster reintreffen, wo er halt auch so, ich meine, da war halt nun mal ein Ausbruch nach oben, auch wenn er nichts gerissen hat, da waren aber Käufer. So, und das würde halt, deswegen wäre es halt eigentlich nur konsequent, wenn wir da unten jetzt einmal halt kurz bremsen und dann zurück an diesen Punkt halt laufen. Ne? So, wir gehen jetzt auch hier durch, so wie es aussieht. Und wahrscheinlich wird man sehen, dass wir jetzt genau hier unten auf dem Ding halt landen. So, es sind jetzt 63 Punkte, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein R, was jetzt hier drin ist in etwa. Wobei das ja halt auch immer natürlich relativ ist mit dem CAV, ne? Weil ich habe ja hier auch den Stop nachgezogen. Damit mache ich mir ja eigentlich schon meinen CAV an der Stelle dynamisch. So, ne? Jetzt haben wir hier Reaktion, da würde ich jetzt erstmal rausgehen. So. Weil ich jetzt eben erstmal genau mit dem rechne. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier leider nicht ideal rausgekommen bin, aber man sieht ja, das passt ganz genau. Und dann würde ich eher, wenn ich den Short verfolgen will, dann mich lieber versuchen, hier oben nochmal hinzusetzen und dann den Stop dahin, wo er halt vorher gewesen ist. Ne? So, dann hat man zumindest mal halt hier irgendwie 30 Punkte gespart. Das sieht dann zwar erst so ein bisschen komisch aus. Und also wenn ich jetzt hier nochmal reingehe und den Stop dann ganz da oben hinsetze, aber ich muss das ja halt zusammenhängend betrachten mit dem Trade von vorher. So, fällt er jetzt hier durch? Ja, mein Gott, ne? Dann ist er halt weg. So, aber halt vom Prinzip her war das ja jetzt, glaube ich, ganz okay. Wie viele Punkte waren das denn jetzt? Ich habe gar nicht so genau aufgepasst. Och, ich habe es gar nicht hier drin. Und Quatsch, kann ich das hier machen? Ach ja, ich habe mal wieder so eine Testversion am Start. Wie viele Punkte waren das? Wer hat es mitgemacht? Schreibt einfach mal rein, was ihr rausbekommen habt. Und ja, 5,12 Euro kommt auch nicht hin. Das war schon ein paar Euro mehr. Und ich muss gerade mal hier gucken. Ja, ich weiß, der MT5 spinnt momentan so ein bisschen mit der Statistik. Und das könnte man auch mal irgendwie so ein bisschen überarbeiten. So, gucken. Also ich glaube, das waren 170 Euro jetzt bei mir und dann irgendwie durch 250. Ja, wer Lust hat, kann das ja ausrechnen. Also im Kopf kriege ich es gerade irgendwie auf die Schnelle nicht hin. 146, 140 Punkte. Waren das 140 Punkte? Nee, ne? Ernsthaft? Wo sind wir denn hier oben? Da bin ich rein, ne? Da oben an der Stelle müsste das gewesen sein mit dieser Kerze. Ich weiß es wirklich nicht mehr jetzt gerade. Also aber hier irgendwo im Rücklauf 450 bis, ja doch, es waren über 100 Punkte, ne? Ja, einfach Handelshistorie. Wie gesagt, ich habe halt hier wieder eine Bastelversion am Start und 68 Punkte, also irgendwie, keine Ahnung. 80 Punkte, also ich lese halt hier, 80 Punkte haben die meisten halt irgendwie mitgenommen. Ich denke, das ist doch ganz okay, ne? Für das bisschen Bewegung, was wir halt hier haben, kann man jetzt, glaube ich, auch irgendwie nicht meckern. So, wie gesagt, ich war natürlich jetzt hier relativ klein drin, aber halt ein bisschen mehr als ein R. Das heißt, im Endeffekt war es jetzt ein bisschen mehr als 1% dann hier auch auf dem Konto. So, aber wie man jetzt sieht, ne? Und deswegen sage ich halt, das ist ein Handelsansatz, der funktioniert hat, ganz einfach. Ne? Und auch wenn das jetzt hier nur Minutenchart ist, das Gleiche in Grün. Ne? Wir haben hier eine Reaktion. Und das waren jetzt hier nochmal irgendwie 30 Punkte halt nach oben. Die kann man ja handeln. Also, ne? Warum nicht? Ob das jetzt hält oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Es geht immer nur darum, so irgendwie, wo ist halt einfach
die nächste plausible Anlaufstelle, wo läuft es ein bisschen gegeneinander, und da kann man sich ja dann halt positionieren, ne? Deswegen, und oft ist es auch so, wenn jetzt zum Beispiel hier, sollten wir jetzt nicht mehr da oben hinkommen, ja, das ist ganz oft auch so, dass es dann irgendwie später nochmal kommt und dass so eine Stelle dann halt nachgeholt wird. Jetzt im Minutenchart natürlich nicht so extrem, wie das im Stundenchart halt gerne gemacht wird. Aber trotzdem ist es auch hier entsprechend denkbar. Und was natürlich jetzt hier einfach auch mit reingespielt hat, jetzt nochmal für die, die es halt nicht irgendwie von Anfang an mitbekommen haben. Also wir hatten hier im Stundenchart, wir haben einen Außenstab. Wir haben eine Abwärtsbewegung jetzt generell erstmal Intraday. Und von daher habe ich mit dieser Bewegung halt erstmal angeschlossen. Plus die Tatsache, dass die letzte Stundenkerze unter 461 geschlossen hat, wir ein bisschen darüber gelaufen sind. Und eben, wie gesagt, in dieser Abwärtsbewegung innerhalb des nach unten gerichteten Außenstabs sind. Von daher, das waren jetzt für meine Begriffe genug Argumente, um da halt mal eine Runde zu shorten. So, ich nehme die hier mal kurz weg. Mir ist es ein bisschen wenig Bewegung hier. Und begnüge mich jetzt erstmal kurz mit dem mit den 80 Punkten, die halt hier reingekommen sind. Ich glaube, das ist schon recht okay. Ich gehe mal zurück auf den DAX, gucken wir den mal eben kurz an. Ja, der klemmt halt noch, ne? Also jetzt sieht man halt, beziehungsweise ich gehe mal zurück auf das große Bild wieder, hier beziehungsweise in die Übersicht. Und das macht schon echt Sinn alles, ne? Also hier könnte gut sein, dass der Dow jetzt einfach durchfällt, ne? Das kann sein, klar, wenn man, also da brauchen wir doch nicht zu sagen, ja, hätte es ja drin bleiben können. Nee, echt nicht. Also, weil dafür bin ich zu schlecht reingekommen in den Markt. Das kommt ja nochmal immer hinzu, ne? Weil er kann ja, könnte ja theoretisch jetzt hier auch nochmal reagieren und nochmal da hochlaufen und vielleicht sogar ein kleines neues Hoch, ne? Weil er wäre ja nichts kaputt. Weil wenn ich mir halt hier die Stunde halt anschaue, so, da sind die Stundenhochs. Hoffler. Mal will gekonnt sein. So, da sind die Stundenhochs, ne? Das ist mir halt einfach eine Nummer zu stramm. Und ich habe mich jetzt ja hier nur in der Stunde jetzt halt bewegt. Und von daher ist es jetzt auch so ein bisschen Lucky Shot, wenn er jetzt wirklich halt durchgeht, ne? Und auf den zu setzen, ist so eine Sache für sich, ne? Also wenn man irgendwie schnell fertig sein will, empfiehlt sich das natürlich nicht. So, ne? Beziehungsweise, Moment, ich gehe nochmal kurz zurück in den DAO. Ne? Weil ich bin ja erst hier irgendwo reingekommen. Ich musste ja allein, um innerhalb von der Stunde jetzt mich zu positionieren, einen Stop von 60 Punkten lassen. Klar, könnte man den jetzt nachziehen, hier im Minutenchart einfach. Könnte man machen. Aber für mich passt das jetzt erstmal so. Ich bin natürlich immer auch recht froh, wenn ich 8 Punkte, Herr Christoph. jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Wo war ich gerade? Wolfgang, hast du aufgepasst? Ich habe tatsächlich kurz den Faden verloren. Mein Faden ist auch weg. Deiner ist auch weg. Du hast gar nicht zugehört. Meiner ist auch weg. Guck doch mal nach den Fragen vielleicht. Ja, das mache ich ja. Ich gucke die ganze Zeit darüber. Ach so, genau. Du bist immer froh. Danke, Lutz. Positionierung, richtig. Na, ich bin natürlich immer froh, wenn man halt hier in so einem Live-Trading-Webinar entsprechend halt auch ja nicht eine Theorie erzählt, sondern natürlich dann auch einen abgeschlossenen Trade hat und dann halt eben auch ein bisschen Geld verdient worden ist. Und dann ist natürlich auch, glaube ich, immer ein bisschen einfacher für diejenigen, die sich das hier alles anhören müssen und dann halt auch entsprechend das die Theorie drumherum zu ertragen, sage ich jetzt mal so, ne? Weil es ja auch nicht so spannend. Handeln selber ist natürlich spannender, aber ist natürlich immer schön, wenn eben das Gehandelte dann auch zur Theorie passt. So, und das ist ja hier der Fall und deswegen bin ich jetzt erstmal auch soweit zufrieden mit, weil man sieht auch hier, ne, die gelbe Linie war jetzt ein bisschen drunter. Ich meine, es muss ja nicht auf den Tick genau immer alles funktionieren. Bisschen drunter, aber das reagiert ja jetzt halt. So, und von daher glaube ich auch jetzt schon, dass halt nochmal
der zweite Anlauf hier kommt, beziehungsweise wir jetzt nochmal ein Stück nach oben laufen, dann irgendwo hier oben, entweder direkt schon hier an der gelben oder halt irgendwo hier oben drin, dann halt nochmal eine Reaktion nach unten kriegen. So. Und von daher auch mit dem Grund hier rauszugehen, ne, das sieht doch alles sauber aus hier. So, jetzt laufen wir nämlich da nochmal zurück. Also genau das Szenario hier hat sich jetzt gerade schon zur Hälfte halt erledigt, beziehungsweise halt das Anfangsszenario plus hier die Reaktion auf der Unterseite plus den Rücklauf. Und jetzt fehlt dann halt nur noch die Fortsetzung. Ne? So, und das kann man jetzt natürlich aushalten. So, aber hätte ich jetzt auch hier im Minutenchart getrailt, wäre ich eh jetzt auch raus. Ne? Und zwar schlechter als irgendwie vorhin. Aber das ist halt, das sind Sachen, die sind halt plausibel und verlässlich, dass man sowas halt handeln kann. So, genauso gut könnte der jetzt hier auf den letzten Drücker nochmal bis da oben hinlaufen. Wäre ich dann in dem Trade noch drin, dann würde ich, glaube ich, ziemlich doof aus der Wäsche gucken. Ja, und dann würden auch einige Teilnehmer zu Recht sagen, ist der doof, ist irgendwie hier 80, 90 Punkte vorne und geht damit irgendwie 10 raus. Ja. So, weil, also es gibt natürlich auch Live-Trading-Webinare, da mache ich es anders. Das hängt aber dann auch da immer damit zusammen, mit dem, was ich vorhabe. So, und das ist ja dann halt hier die Frage, die auch gerade reinkam. Wie tief soll der Dow denn fallen? Gute Frage. Ich weiß es nicht, ne? Also, klingt jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig, weil ich mich ja immer gerne aus dem Fenster lehne. Aber wir sind halt einfach nun mal hier mitten in dieser Range. Ja, also auch wenn man die hier jetzt gar nicht mehr so erkennen kann, woher die kommt, aber man sieht ja, ne, er hält sich ja halt komplett dran. So, und das heißt, da kann hier die ganze Zeit rauf und runter laufen, wie er gerade lustig ist. Und eins ist halt auch klar, wenn man jetzt hier mal unterstellt, dass wir hier auch genau wie im DAX, ich habe es jetzt hier nur nicht eingezeichnet, das habe ich heute zeitlich nicht mehr geschafft, ich habe den DAX aber ja dafür ganz gut vorbereitet. So, wenn man da halt mal sich anguckt, wir kommen da hier auch im Stundenchart mit abfallenden Tiefs da halt runter. Ne? Also das heißt, hier war das letzte Tief, beziehungsweise vorletzte Tief, kein neues Hoch und dann halt hier das letzte Tief. So, und da wird man dann auch jetzt gleich sehen, wenn ich das jetzt hier einzeichne, woher das Ganze kommt. Ich lasse es jetzt mal in grün. Farbe bitte mal ignorieren. So, dann haben wir uns hier einen Bruch hingelegt. Entschuldigung, Moment. Ja, wir haben ja halt hier einen Abwärtstrend. So, der Punkt hier stimmt jetzt zwar nicht genau, aber das ist nicht so wichtig, es ist ja nur zu erkennen, dass wir hier einen Trend haben, damit man mal versteht, wovon ich überhaupt rede. Und siehe da, dieses Hoch ist genau die Oberseite von dieser Range hier, was ganz normal ist, ne, weil wir haben ja hier einen Bruch, beziehungsweise den müsste man eigentlich noch mit dazu zählen. Ne? So, das heißt, da gab es dann schon kein neues Tief mehr. So, so wäre es eigentlich halt ein bisschen richtiger, verständlicher. Ne? Wir haben halt hier abfallende Tiefs. Tief, tief, abfallend, kein neues Tief. Bruch von der letzten Aufwärtsbewegung und genau wie im DAX auch von der vorletzten Aufwärtsbewegung. So, und da ist dann halt damit der Short-Trend erstmal kaputt. So, dann geht die ganze Geschichte weiter, beziehungsweise es geht jetzt darum, mal rauszufinden, wie könnte es weitergehen. Und weshalb ich auch sage, so, keine Ahnung, wie tief der fällt. Kann halt auch sein, dass er überhaupt nicht tief fällt. Weil, wenn man das jetzt mal hier weiter nachvollzieht, dann haben wir hier ganz klar aufsteigende Tiefs. Das erste, das zweite, das dritte. Das heißt, das hier darf er eigentlich gar nicht brechen, wenn dieser Trend erhalten bleiben soll. Wenn er das bricht, sind wir eigentlich im Chaos und nicht unbedingt short, weil das ja erstmal bedeutet, so dass der Long-Trend halt auch kaputt ist. Und das heißt, dann wären wir hier endgültig auch im Stundenchart seitwärts. So, und deswegen ist, finde ich, hier fast unmöglich, da halt irgendwie zu sagen, wie tief fällt der? Eigentlich überhaupt nicht. Ja, wenn der Trend bleibt, dieser neue, wobei der noch nicht weit gekommen ist, aber wenn der bleiben soll, und dann muss es eigentlich halt, darf er auch bleiben, ne? Da kann er vielleicht hier mal kurz drunter, meinetwegen, oder hier auf das mal aufsetzen, ja, das wäre dann halt ein bisschen Phishing, aber dann muss es halt eigentlich auch schnell wieder aufgehen. Ne?
So, und deswegen, aber das muss gar nicht sein. Es kann auch sein, dass es hier unverletzt bleibt. Und es kann natürlich halt auch sein, wenn wirklich brutal gefischt wird. Das wäre schon so ein bisschen mein Wunschszenario, dass wir einmal hier runterklatschen, ja, in diesen Bereich auf die 27, beziehungsweise knapp drunter, dann aber Luft holen, dann nach oben wegziehen. Das sieht zwar ein bisschen gemein aus dann, ne, aber sowas wird ja trotzdem ganz gerne mal gemacht. Also sowas hätte ich dann halt auf dem Schirm, ne. Aber tendenziell bin ich da schon eher long-orientiert. Erstmal noch, ne, wobei es natürlich, wenn das nicht schnell geht, so eine Bewegung, die muss wirklich ratzfatz gehen. Das heißt, da darf nur am Ende eine Lunte da unten drin stecken und die Stunde, die angefangene, die wir jetzt halt hier als Beispiel haben, die muss da oben halt auch wieder schließen. Sonst wird es nicht funktionieren. Wenn wir da unten irgendwo hängen mit einem Stundenschlusskurs, dann kann man einpacken. Das heißt dann auch noch nicht unbedingt, dass wir dann short sind. Das heißt nur, dass es einfach katastrophal schwer zu handeln wird, ne? Weil dann halt einfach nur noch alles erstmal seitwärts ist. Weil es oft so, auch wenn irgendein Trend gebrochen ist, dann tritt der Markt erstmal auf der Stelle, bevor er dann irgendwie weiß, wie es weitergeht. Ich gehe mal kurz bei den beiden Kollegen dann auch mal auf den Daily auch mal ein. Ne? Also hier sieht man jetzt im Minutenchart nochmal ganz kurz, ne? Ist irgendwo da oben drüber gelaufen. Ne? Das hatte ich ja gesagt, hier entweder da oder da. So, und versucht sich jetzt nochmal auf der Unterseite und versucht das fortzusetzen. So, aber das ist halt insgesamt sehr wenig Druck, der hier drauf ist. Ne? Wie gesagt, kann sein, dass die Kasse das nachher runterprügelt, aber da würde ich dann eher mal abwarten, bis die dann auch auf hat. Glaube ich, als jetzt hier reinzugehen. Wenn es jetzt durchgeht, okay, ne? Dann ist ja einfach nur das, was ich hier als Bewegung halt so ein bisschen vorgegeben habe, wäre dann halt einfach nur erfüllt, aber kann man machen. Kann auch warten, weil das Volumen wird jetzt, glaube ich, echt nicht unbedingt größer in der nächsten halben Stunde, sondern eher umgekehrt wird dann wahrscheinlich ein Schuh draus. So, oh, ich habe aber wirklich einen Frosch im Hals heute, ist ja unglaublich. Moment, ich muss mal kurz muten, einmal räuspern. So, jetzt geht's wieder. Also, Daily, da habe ich tatsächlich auch schon wieder schräge Linien drin. Wo kommen die denn her? Hoppla. Ah, was habe ich jetzt? Ah, nee. Moment. Wo kommen die denn her? So, das ist ja auch das, was die Live-Chart-User haben sollten. Dieses Bild, da sieht man halt auch, ne, die Umbau des Corona-Gap. Hier ist die berühmte Paritätsumkehr, die ich schon beim letzten Mal, glaube ich, auch thematisiert habe, die auch nochmal jetzt irgendwo hier reagiert hat. Wer eine SKS sehen will, seht die hier. Ja, aber das letzten Endes passt ja halt nochmal zum Gesamtbild. Und wie man auch da sieht, heißt das ja nicht, dass es irgendwie dann so schlagartig dann nach unten fällt. Also wie gesagt, das hier ist der Daily Chart. So, und das kann halt alles Mögliche werden. Ne? Also auch hier sieht man halt, erstens mal ein Kanal, der halt nach oben geht. Man sieht aber halt auch aufsteigende Tiefs. Also auf Kanäle gebe ich ja halt nichts, weil das bestenfalls für eine Tendenz gut ist, aus meiner Sicht, aber nicht, um da halt irgendwie damit zu handeln. Ne? Weil sieht man ja auch hier, was macht er? Plopp, einmal durch und dann fällt es dann wieder zurück. Dann sind halt die Bullen raus und die anderen haben wieder Spaß. So, ne? Kann man ja nicht handeln, sowas. So, was man aber auch sieht, ist dann halt hier die 570, ein Cluster getestet. Das ist halt wesentlich verlässlicher. So, trotzdem ist es aber halt legitim, das halt mal einzuzeichnen, weil für mich entscheidend sind halt die aufsteigenden Tiefs, wie wir sie halt hier ganz klar haben. Ne? Da, 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 hier ein bisschen gefischt, ganz normales Verhalten und hier halt jetzt auch nichts Neues mehr. So, das heißt, hier gute Frage, nächste Frage. Ne? Tendenz aufwärts, vielleicht nochmal hier hoch, nochmal an die blaue Linie bei 28.100 etwa halt liegt die. Oder halt, wir testen hier unten nochmal bei der, das wäre wie gesagt mein Lieblingsszenario hier in diesem Mini-Cluster nochmal aufsetzen und von dort dann halt nach oben ziehen. Das wäre natürlich halt, würde auch im Daily passen, weil das Tief hier ist nicht wichtig, das hier ist markant, das darf nicht unterschritten werden, aber das ist eigentlich egal. Und das würde dann halt auch dazu passen. Einmal da unten irgendwo reingesetzt und dann nach oben nochmal aufgelöst. Aber wie gesagt, ich weiß es natürlich nicht. Aber da bin ich unverändert eigentlich schon eher in der Long-Tendenz
Also jetzt hier mal ein bisschen langfristiger gesehen. So, im DAX kann ich ja auch, oh, ist hier ein bisschen durchgebrochen, ne? Ist doch schick. So, im DAX kann ich ja auch noch mal irgendwie kurz den Daily auch mal anpacken. 27273, der Norbert. Ja, da gucke ich gleich noch mal. So, der kommt jetzt auch ein bisschen runter. Na, da haben wir halt ja so ein ähnliches Ding. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die eingezeichnet habe, die Dinger hier. Aber ist auch egal. Ne? Weil das Doofe bei Diagonalen ist immer die, ja, ne? Da war ja nicht, da kann ich ja sagen, ja gut, die war ja auch falsch, das ist ja dann jetzt auch die, ne? Die ist ja auch parallel zu der und so weiter und so fort. Ich finde es halt extrem unübersichtlich. Und deswegen gebe ich da auch nichts drauf, sondern kommen dann halt in der Regel halt mit einer Handvoll Linien halt aus und wie man ja auch hier auch sieht, ne, dieses rote Ding, das ist keine Ahnung, wie lange das schon drin ist. Und kann man ja auch nachvollziehen, ne, wenn man halt das Live-Chart nutzt, dann weiß man es ja halt auch, okay, das ist ja keine Linie, die ich irgendwie jetzt jeden Tag so verschiebe, dass es im Webinar gut aussieht, sondern das ist halt so. Ne, die bleibt da drin und die ist da auch wochenlang drin. Genauso wie die 552, auf der wir hier aufsetzen, ist auch schon ewig drin. Und damit kann ich halt was anfangen. Ne? Das ist halt irgendwie so, oben rot heißt Widerstand, unten blau heißt, will ich erstmal hin. So, die Bewegung ist jetzt erstmal fertig an der Stelle. Und von daher weiß ich da jetzt auch nicht weiter. Gucke ich mir jetzt die Diagonale an, da sage ich, oh, gebrochen. Nee, das kann genauso gut wieder so ein Kram werden wie hier und kann genauso gut wieder zurücklaufen. Wie gesagt, wenn das Long-Szenario aufgehen sollte, konjunktiv, würde halt ja der Dip hier drunter auch passen. Und da hatte ich halt gesagt, die 480, so ab dem Bereich, hier mal, ups, durch eine interessante Farbe, so ab dem Bereich, ne, passt. Das wäre auch nochmal hier ein Reinstochern, da unten hier kurz die Tiefs ein bisschen abgefischt und dann hoch. Würde schon, finde ich, echt Sinn machen und auch gut aussehen. Aber nochmal, es kann natürlich genauso gut hier wegbrechen und wir landen da unten bei der 12.113 beziehungsweise in dem grünen Bereich darunter. Kann sein. So, und da muss man sich dann halt drauf einstellen. Aber ich finde es halt nicht so wahnsinnig leicht, das Ganze hier jetzt zu handeln. Beziehungsweise halt zu handeln. Ja, finde ich gerade sehr leicht. Aber halt das jetzt einzuschätzen, irgendwie für mehrere Wochen, weiß ich nicht. Ne? Also was man halt hier halt auch sieht im Daily, ne? Ich habe ja vorhin die Flagge gezeigt im Stundenchart, die nach oben halt weist. Hier haben wir eigentlich eine, die nach unten zeigt. Ne? Das heißt, könnte genauso gut sich auch als Flagge halt letzten Endes auflösen und dann stehen wir wieder bei 11.500 oder halt hier bei 11.200. Kann alles passieren. Ne? So, aber das ist nicht unbedingt mein Ansatz. Also ich gebe schon gerne Einschätzungen ab für längere Zeiträume, aber das dieses Mal zu machen, halte ich für ein bisschen vermessen und wäre auch nicht seriös. So, und mir ist ja halt schon immer wichtig, irgendwo halt auch die Glaubwürdigkeit von dem, was ich hier mache. Und ich mache es ja halt so transparent, es geht. Und handle auch die Sachen, die ich sage. Und wenn mich da bin, auch nicht so unterwegs, ich sage, ja, siehst du, habe ich gesagt, recht gehabt, das ist Quatsch. Ne? Ich meine, davon gibt es genug andere, die sowas machen. Ich mache es nicht. Und das ist wichtig, Tuerei. Und vor allen Dingen, wenn sie nicht recht haben, dann hört und sieht man nichts mehr. Von den Kollegen und Kolleginnen, die sich damit gerne brüsten. Und vor allen Dingen die Frage ist auch immer, wie handelt man das? Und nur darum geht es ja, wir wollen ja handeln, es soll ja was bei rauskommen und alles andere ist egal. So, also von meiner Seite bin ich jetzt eigentlich auch durch. Ein Trade, Bewegung läuft, wie sie laufen soll, erstmal, beziehungsweise ist gelaufen, wie sie laufen sollte. Und ich glaube, damit kann man ganz zufrieden sein mit den 80 Punkten da eben im Dow. Und ich gucke mal hier gerade noch über die Fragen drüber. Hat mein Kind beim Opa abgegeben, dabei zu sein. Sehr schön. Das ist mir eine Ehre. So, da kannst du auch nachher dem Kind,
ein Eis kaufen, obwohl es euch ein bisschen kalt für ein Eis, gibt es halt eine extra Pizza. Okay, also wer noch Fragen hat, jetzt gerne hier. Ich habe ja irgendwie. Der Lutz, du bist immer froh. Ja, ich freue mich. So, wenn natürlich, wenn das hier so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Aber schön, dass hier echt, waren ja viele dabei, die auch mit Short gegangen sind. 80 Punkte, einer mit 140. Ich glaube, das war ich aber nicht, ne? Das war dann eher meine Theorie, aber nicht mein Entry. 68, 60 Punkte, 70 Punkte. Schön. 182, der Jan. 80, Kim, 48, ja. Schön, 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 schön. Das freut mich doch. Gut. Also, Wolfgang, wenn du dann auch nichts dagegen hast und irgendwie nichts mehr auf dem Herzen hast, dann würde ich nämlich hier auch schon sagen, dass wir hier eigentlich, ich habe heute irgendwie komische Aussprachen, dass wir hier eigentlich soweit durch sind. Und ja, was soll ich da noch ergänzen? Ne? Also ist so ein bisschen seitwärts die ganze Geschichte und wird auch wieder anders sein, ganz sicher, und auch dann wieder funktionieren mit längerfristigen, ich mal die Maus mal hier, mit längerfristigen Einschätzungen. Und ja, eine Aufzeichnung gibt's. Und aber diesmal finde ich das halt, wie gesagt, habe ich jetzt schon, wiederhole ich ja gerade auch schon, finde ich halt irgendwie nicht gut, da jetzt irgendwie halt verlässlich irgendwas sagen zu können für die nächsten 4 Wochen. Aber wie gesagt, darum geht es im Live-Trading ja nicht unbedingt, im Day-Trading schon mal überhaupt nicht, sondern da geht es ja nur darum, halt zu gucken, wo komme ich rein, wo komme ich raus. Gut, also dann sage ich an der Stelle mal ganz herzliches Dankeschön hier in die Runde, dass ihr so zahlreich und motiviert dabei gewesen seid. Und natürlich auch an den Wolfgang, der jetzt ja dann seinem Feierabend eine Stunde näher gekommen ist. 3 Stunden muss er noch, wenn ich richtig mitgerechnet habe. Und dann hat er Urlaub. Richtig? Ja, richtig. Der freut sich so Und ganz heimlich im Hintergrund, ne? ich So, fahre ganz, und ich fahre ganz ganz leise. weit weg. Und ich fahre Ja, ganz ganz weit leise freut er sich. Das ist auch schön weg. so. Nee, okay, also auch an dich natürlich Dankeschön. Dir wünsche ich dann einen schönen Urlaub, den du dann verdient hast, so oder so. Aber in dem du jetzt dann halt hier irgendwie dann gleich auch abdüsen kannst. Fährst du denn weg oder fahrt ihr weg? Fliegt ihr irgendwo hin oder bleibt ihr zu Hause? Nee, ich glaube, aufgrund der Lage werden wir zu Hause bleiben. Okay. Wir entscheiden das spontan, muss ich ehrlich sagen. Ja, spontan ist eh immer gut. Das ist Ja. eh immer gut. Nee, also wie gesagt, einen schönen Urlaub dir. Danke hier fürs Veranstalten. Natürlich auch danke an FX Flat hier für die Veranstaltung und euch allen komplett zusammen wünsche ich jetzt einfach mal ein schönes Wochenende und vielleicht noch ein paar nette Trades heute. Ich werde heute leider nichts mehr machen können, weil ich jetzt gleich noch einen Termin habe. Und wir sehen uns ganz sicher in Bälde. Aber der Wolfgang hat das Schlusswort. Dankeschön. Ciao. Ja, vielen Dank, Dirk, auch für deine Wünsche. Ja, hat ja alles super funktioniert. Viele konnten einen erfolgreichen Trade setzen. Insofern, ja, wünsche ich allen ein schönes Wochenende und ich kann mich nur anschließen. Auch viele erfolgreiche Trades und ja, bis zum nächsten Mal.